Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Brocade Tech Lessons. Unser Thema heute ist Datenverschlüsselung, insbesondere die fabrikbasierte Verschlüsselungslösung von Brocade für Data at Rest. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der Verschlüsselung von Data in Flight, also einer Verschlüsselung der Daten während der Übertragung, und Data at Rest, der Verschlüsselung von Daten auf einem Speichermedium. In dieser Tech Lesson wollen wir uns auf das Thema Data at Rest Encryption konzentrieren. Über Details zu Data-in-Flight-Verschlüsselung können Sie sich in einer weiteren Tech-Lesson informieren. Es gibt verschiedene Methoden und dazugehörige Produkte, mit denen man Daten auf Speichermedien verschlüsseln kann. Einige gängige Beispiele sind die auf Speichersystemen oder Tape-Drives basierte Verschlüsselung, wie LTO4 oder 5 oder T10K-Laufwerke. Des Weiteren gibt es noch Host-based, also serverbasierte Verfahren, wie die Verschlüsselung in Hardware durch den Fiber Channel HBA oder per Software durch entsprechende Funktionalitäten in der Multiparsing- oder der Backup-Software oder auch der Filesystem-Implementierung. Ebenfalls in Software können Verschlüsselungsfunktionen in Applikationen selbst implementiert werden, wie zum Beispiel in Datenbanken. Brocade verfolgt einen anderen Ansatz der Verschlüsselung, nämlich die Fabric-basierte Verschlüsselung. Das heißt, die Daten werden zentral innerhalb des SANs verschlüsselt. Dieses bringt enorme Vorteile mit sich. Zum einen werden keinerlei Ressourcen wie CPU-Leistung und Hauptspeicher auf den angeschlossenen Systemen mit der Verschlüsselung belastet. Zum anderen kann diese Art der Verschlüsselung auch gut in heterogenen Umgebungen eingesetzt werden, da sie unabhängig von den verwendeten Speichersystemen und Backup-Laufwerken arbeitet. Außerdem benötigt die Brocade-Lösung während der Implementierung weder eine Downtime noch eine Rekonfiguration der angeschlossenen Systeme und ermöglicht weiterhin die Nutzung eines einzigen zentralisierten Key-Managements für sowohl Tape- als auch Disk-Verschlüsselung. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Hardware vor, mit der Brocade eine Fabric-basierte Verschlüsselung von Data at Rest implementiert. Der Brocade Encryption Switch, kurz BES, verhält sich grundsätzlich wie ein normaler Fiber-Channel-Switch, bietet aber zusätzlich die Möglichkeit, Daten mit einer Bandbreite von bis zu 96 Gigabit pro Sekunde zu verschlüsseln. Er ist mit 32 8 Gigabit Fiber-Channel-Ports bestückt, über die er mit einer vorhandenen Fiber-Channel-Fabrik unterbrechungsfrei verbunden werden kann und dann Encryption-Services für alle an das SAN angeschlossenen Devices zur Verfügung stellt. Der BES besitzt einen Smartcard-Reader zur zusätzlichen Absicherung der Umgebung sowie zwei separate Ethernet-Ports, über die er Clusterinformationen austauscht, wenn er in einer hochverfügbaren Umgebung implementiert wird. Gleiche Funktionalitäten wie der Brocade Encryption Switch bietet auch das FS8 18 Blade, welches in Direktoren der DCX Backbone-Reihe verwendet werden kann. Hierbei kann der zu verschlüsselnde Datenverkehr über die Backplane des Direktors transferiert werden. Zusätzlich können aber auch die 16 8 Gigabit Fiber Channel Ports des Blades verwendet werden. Bis zu 4 dieser FS8 18 Blades können in einem DCX Backbone eingesetzt werden. Als Standard werden die Brocade Encryption Geräte mit einer maximalen Verschlüsselungsbandbreite von 48 Gigabit pro Sekunde konfiguriert. Die maximal zur Verfügung stehende Bandbreite lässt sich jedoch durch einfaches Einspielen einer Performance Upgrade Lizenz auf 96 Gigabit pro Sekunde erhöhen. Somit stellt Brocade einen günstigeren Einstieg für kleinere Umgebungen mit geringen Bandbreitenanforderungen zur Verfügung. Bei Bedarf kann dann aber unterbrechungsfrei die gesamte Bandbreite freigeschaltet werden. Diese Upgrade-Lizenz ist Chassis-basiert, schaltet also beispielsweise die komplette Bandbreite aller Encryption-Blades in einem DCX-Backbone frei. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, durch Einspielen einer Compatibility-License auch Tapes zu lesen und zu schreiben, die mittels DataFort verschlüsselt wurden. Um die Nutzung eines zentralisierten und gegebenenfalls bereits vorhandenen Key-Management-Systems zu ermöglichen, arbeitet die Brocade Encryption-Lösung mit den gängigsten Key-Vaults am Markt zusammen. Hierzu zählen in der aktuellen Version NetApp's Lifetime Key Manager, RSA Key Manager Server Appliance, Thales Encryption Manager for Storage, HP StorageWorks Secure Key Manager, IBM Tivoli Key Lifecycle Manager sowie SafeNet Key Secure Appliance. Zusammenfassend nun die wichtigsten Features der Brocade Encryption-Lösung. Die Brocade-Lösung bietet Fabric-basierte Verschlüsselung mit bis zu 96 Gigabit pro Sekunde Verschlüsselungsbandbreite und 48 Gigabit pro Sekunde Compression-Bandbreite. Gute Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit durch Encryption-Performance-Upgrade.
Keinerlei zusätzlicher Konfigurationsaufwand auf Seiten der Server- oder Storage-Systeme. Sehr geringe Latenzen im Bereich von 15 bis 40 Mikrosekunden, unabhängig vom Lastverhalten oder Größe der Datenblöcke. Integration mit den besten und gängigsten Key-Managern. Unterbrechungsfreie Integration und Bereitstellung von Verschlüsselungsservices in vorhandenen Umgebungen durch die Frame Redirection-Funktionalität, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte. Die unterbrechungsfreie Integration einer Brocade Encryption-Lösung in eine vorhandene Umgebung und das dynamische Bereitstellen von Verschlüsselungsservices funktioniert mittels Frame Redirection-Technologie. Nach der üblichen Konfiguration der Storage-Umgebung mittels SAN, Zoning und LUN-Masking auf den Storage-Systemen, die in den meisten Fällen ja schon vorhanden ist, werden sogenannte Crypto-Target-Container angelegt. Diese beinhalten die zu verschlüsselnden Datenströme auf Basis von Host und Storage-Port sowie LAN-ID. Hierdurch werden automatisch im Hintergrund im SAN die Frame Redirection Zones angelegt und die Datenströme der entsprechenden Hosts werden über die Verschlüsselungshardware umgeleitet. Dort werden die Nutzdaten mittels des AES 256 Verschlüsselungsstandards verschlüsselt und zu den zugeordneten Storage-Systemen weitergeleitet. Dadurch ist keinerlei Rekonfiguration auf Server- oder Storage-Seite notwendig. Aus Betriebssystem- oder Storage-Sicht geschieht die Verschlüsselung vollkommen transparent. Hier der Ablauf im Detail. Der Server sendet eine Anfrage an das zugeordnete Storage-System. Der Datenstrom wird zu der Verschlüsselungshardware umgeleitet und dort verschlüsselt. Die Verschlüsselungshardware sendet die Daten nun unter Verwendung der Identität des Servers an das Storage-System. Hier nun einige typische Deployment-Szenarien. Auf der linken Seite eine Single-Fabric-Topologie, wie sie beispielsweise zur Verschlüsselung von Backup-Traffic oder in Testumgebungen benutzt werden kann. Rechter Hand eine sogenannte HA-Cluster-Topologie, bestehend aus zwei Encryption-Devices im Clusterverbund, ebenfalls eine Single-Fabric-Topologie. Hier nun eine Dual-Fabric-Topologie, wie man sie in den meisten Implementierungen findet. In jeder der Fabrics ist ein Encryption-Device vorhanden. Diese gleichen ihre Konfiguration und Statusinformationen ab und bilden einen sogenannten DEC-Cluster. Wie in SANs in der Regel der Fall, bieten zwei redundante Fabrics entsprechend Ausfallsicherheit und die Daten werden mittels Multiparsing-Treibern auf den Servern über beide Fabrics gesendet. Beim Ausfall einer Fabric oder eines Encryption-Devices wird der Zugriff auf die Daten über die jeweils andere Fabrik sichergestellt. Eine noch größere Ausfallsicherheit bietet diese Topologie. Sie besteht aus einem DEC-Cluster, der beide Fabrics überspannt und jeweils mittels eines HA-Clusters mit redundanten Geräten gebildet wird. Die Brocade-Encryption-Lösungen lassen sich alle per Command-Line-Interface oder mittels Brocade Network Advisor BNA überwachen und administrieren. Hierzu einige Beispiele. Als erstes möchten wir Ihnen die Erstellung eines Crypto-Target-Containers demonstrieren. Hierzu verwenden wir das Encryption Center im BNA. Über den CTC-Config-Wizard konfigurieren wir die zu verschlüsselnden Datenströme, bestehend aus Storage-Port und den dazugehörigen Host-Ports. Das Ganze benennen wir mit einem sinnvollen Namen. Wir überprüfen die Konfiguration und speichern sie ab. Als zweites Beispiel zeigen wir Ihnen jetzt die erstmalige Verschlüsselung einer LUN. Man muss hierzu lediglich den Encryption-Mode der entsprechenden LUN umstellen und dies bestätigen. Nun werden die Daten der LUN online und unterbrechungsfrei im Hintergrund verschlüsselt. Sowohl im BNA als auch per Command Line lässt sich der Fortschritt der Verschlüsselung überwachen. Nach Abschluss der Verschlüsselung kann man Detailinformationen wie die Art der Verschlüsselung und die Key-ID auf jeder LUN erkennen.
Vielen Dank, dass Sie sich für diese Brocade Tech Lesson interessiert haben. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in die Brocade Encryption Lösungen geben und Ihnen die Leistungsfähigkeit und die Vorteile einer solchen Lösung aufzeigen. Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem oder einem anderen Thema haben, können Sie uns gerne per E-Mail unter techlesson.de@brocade.com kontaktieren.